Patrick Lindners neuer Hit ist eigentlich das Motto des Abends, denn ganz normal leben. Als Schwule, Lesben, Trans oder Intersexuelle beim großen Festival Various Voices in München treffen sich fast 3000 Chormitglieder aus 20 Ländern. Eine Woche Musik und Liebe, und das will auch Patrick Lindner. Es zeigt wieder einmal, dass es einfach, ja, es sind einfach alles nur Menschen, und die wollen genauso Spaß haben, die wollen genauso die Dinge tun, die eben andere Menschen auch machen. Ja. Für den Schlagerstar ist es heute völlig normal, offen zu seinem Schwulsein zu stehen. 1997 outete er sich. Der Schritt fiel ihm damals nicht leicht. Dennoch war es so, dass ich, glaube ich, durch dieses nach vorne gehen und durch die Ehrlichkeit dann im Endeffekt, dass viele Menschen mir entgegenkamen und mir wieder die Hand gereicht haben. Auch das Chorfestival will für Toleranz werben. Angefangen 1995 mit 4 Chören, sind es heute mehr als 90. Moderatorin Gloria Gray freut sich besonders, dass diesmal sogar Teilnehmer aus der Türkei und der Ukraine mit dabei sein können. Da werden Menschen in dieser Welt noch gesteinigt. Einfach nur, weil sie sind, wie sie sind. Man muss weiter Aufmerksamkeit erreichen, aufklären, sorgen für Toleranz. Auch sie sind dabei, die Münchner Schwublattler, die erste schwule Schublattlergruppe der Welt. Alle gestandene bayerische Mannsbilder. Die weder irgendeine rosa Feder auf den Hut haben, noch vielleicht rosa Strümpfe haben, sondern ganz normal dastehen und auch ganz normal im Leben stehen. Und das nehmen auch Patrick Lindner und sein Lebensgefährte für sich in Anspruch. Sie werden heiraten. Gefeiert wird dann mindestens so ausgiebig wie bei den Various Voices in München.